Hey, sag mal, ist das die Welt, in der du leben willst? Zwei Freundinnen, die was gegen Rassismus und Umweltzerstörung haben, demonstrieren dagegen und sagen ihre Meinung. Das ist Freiheit. Cool, oder? Klar, alle sollen beim Klimaschutz mitmachen. Aber sollte eine Familie, die sowieso schon sehr wenig Geld hat, nicht weniger dafür bezahlen als andere, die mehr Geld haben? Das wäre nur gerecht, oder? Egal, welche Arbeit man macht, die muss fair bezahlt sein. Dafür kämpfen unter anderem die Gewerkschaften. Ganz schön solidarisch, oder? Ich bin übrigens Friedrich Ebert. Okay, ich lebe zwar nicht mehr, war aber mal richtig Fame. So sehr sogar, dass meine Idee von so einer solidarischen Welt immer noch lebt. In einer Stiftung mit meinem Namen. Friedrich-Ebert-Stiftung. Wow. Die bietet euch den Ort, über gesellschaftliche oder politische Themen, die euch bewegen, zu sprechen, zu diskutieren oder daran zu arbeiten. In ganz spannenden Formaten. Online, offline, check. Poetry Slam, Workshops, Barcamps, Open Space, Planspiele und Kongresse. Läuft. Sogar die echten Politikerinnen und Politiker aus der Tagesschau kann man da treffen und mit ihnen sprechen. Echt jetzt. Okay, okay, du hast natürlich deine ganz eigenen Ideen. Klar. Na gut, ja, also dann her damit. Bring dich ein, mach mit, damit unsere Welt eine Welt ist, in der es auf das da ankommt. So, habe ich noch was vergessen? Nee. Friedrich-Ebert-Stiftung. Mitmachen, mitmischen, mitentscheiden.